So, mittlerweile sind die Abdichtungen vorne für die Röhrchen des Ölsystems und des Spritsystems fertig. Die seht ihr hier. Das ist einfach nur ein Alustück mit Gewinde, wird dann abgedichtet mit O-Ring und in Spritschlauch. Und das wird dann reingeschraubt und draufgesteckt. Das dichtet das ziemlich gut ab. Hier seht ihr jetzt nochmal einen Test zum neuen Ölsystem. Und zwar habe ich eine zweite neue Pumpe hinzugefügt, sodass durch die erste Pumpe das Öl aus dem Öltank abgesaugt wird, oben in die Ölwanne eingeführt wird. Es fließt nicht nur ab, das heißt, es wird jetzt von der zweiten Pumpe auch noch abgesaugt, unten an zwei Stellen hinten bei den Lagern, sodass die Lager noch mit Öl geflutet werden, aber das restliche überschüssige Öl wird abgesaugt. Ich denke, man kann ja ganz gut sehen, dass das Öl zirkuliert und damit das Ölsystem funktioniert. Somit werden die Teile gekühlt und geölt, damit ist der Zweck erfüllt. Somit können wir jetzt zu den ersten Testläufen übergehen, wenn ich dafür noch eine Vorrichtung gebaut habe. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, habt ihr nun die Möglichkeit, über den Link im Kanal, via PayPal oder anderen Zahlungsmitteln uns kleinere Beträge zu spenden. Damit unterstützt ihr das ganze Projekt und wir freuen uns sehr darüber.